Denn heute geht es um ein ernstes Thema. Der Horn hat auch ernste Themen. Und zwar, es geht um, habt ihr beim, wenn ihr ins Flugzeug steigt, darüber nachgedacht, auch wenn es darum geht, ins Traumschiff reinzulaufen und dann auf hohe See zu gehen, habt ihr daran gedacht, alles zu erledigen, denn es könnte ja das letzte Mal gewesen sein. Jetzt Klartext, der Horn. Trauriges Thema. Ja, logisch. Aber etwas, was natürlich jeder verdrängt. Jeder Influencer, jedes Reiseunternehmen, jede Fluggesellschaft und natürlich auch jede Schiffgesellschaft, die verdrängen das total. Darüber redet ja gar keiner. Ich habe ja heute extreme Fakten für euch, an die ihr, also wovon ihr wirklich profitiert. Deswegen bleibt an diesem Video dran und zwar aus dem Grunde, weil es ein echter, extremer Mehrwert ist, nicht nur für Reisende, für Vielflieger, sondern für alle Reisenden, alle, die unterwegs sind und zwar heute erstmal für die, die mit dem Flugzeug und mit dem Traumschiff unterwegs sind, also mit Kreuzfahrtschiffen. Eine Airline, die zum Beispiel nach Basel geflogen ist und wo die Menschen im Flieger, ich habe das Video gesehen, ich bin schockiert gewesen, wo die also an dem Service waren und bedient haben und dann waren Turbulenzen. Und dann ist dieser Cateringwagen, der ist sozusagen hochgeschossen durch diese Turbulenz und dann ist dieser einen Frau das gesamte Zeug über die Bar am Beten, die hat abgeschlossen mit dem Leben. Und liebe Freunde, es geht heute darum. Es geht darum, dass leider ich das Gefühl habe, dass sich von euch keiner mehr Gedanken darüber macht, wenn er ein Flugzeug besteigt. Dass sich keiner mehr darüber Gedanken macht, wenn er ein Kreuzschiff besteigt. Also, ja, besteigt. Kann man besteigen sagen. Dass es euch völlig egal geworden ist. Dass ihr sagt, ich denke doch nicht drüber nach, dass es abstürzt. Also natürlich auf der einen Seite aus taktischen Gründen, weil man sagt, da will ich gar nicht drüber nachdenken. Auf der anderen Seite natürlich, wo ich dann sage, man hat natürlich Sorge, man muss ja vielleicht irgendwo beruflich auch hin. Aber reden wir mal über die ganzen vielen Reisenden wie euch, die unterwegs sind und die sozusagen einfach so ein Flugzeug besteigen und dann am Flieger merken, das sind Turbulenzen und dann kriegen sie mal diesen Herzkasper. Das kennt ihr. Kennen viele. Das kennen sogar Vielflieger wie ich. Das ist extreme Bumm. Oder wenn man in so ein Loch runterfliegt, ja, wo es dann extrem nach unten geht und man denkt, das war's jetzt. Das kennt ja jeder in irgendeiner Form. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte euch sensibilisieren. Erstmal, heute gibt es den Mehrwert für euch und ich darf euch bitten, das sehr ernst zu nehmen, diese Dinge nicht als unter dem Motto, ach, das ist nicht wichtig, weil ich kenne natürlich wieder einige, die dann sagen, oh, das ist alles Blödsinn, ich mache mir da keine Gedanken, ich gehe da in den Flieger und was soll's. Stimmt, oder? Da rate ich von ab. Speziell, wenn man alleine ist. Also würde ich sagen, wenn man Single ist, dann spielt es keine Rolle. Jemand, der alleine ist, keine Mama, keine Papa mehr hat, keine Verwandten und sonst was, da würde ich sagen, ist egal. Also der braucht das Video auch nicht weitergucken. Aber für alle, die Familie haben, die Freunde haben, die Tiere haben, die sollten jetzt extrem aufpassen. Denn es geht um die 10 Regeln, die wichtigen 10 Regeln, bevor man als Gast ein Flugzeug besteigt oder auch ein Passagierschiff besteigt. Regel Nummer 1 ist, habt ihr euer Testament gemacht? Denn ich meine, jedes Mal, wenn ihr ein Flugzeug besteigt und jedes Mal, wenn ihr auf ein Schiff geht, könnte das euer letzter Gang sein. Das letzte Mal am Flugzeug, das letzte Mal auf dem Kreuzfahrt. Noch nie drüber nachgedacht, ne? Solltet ihr. Das kann das letzte Mal sein. Die Chance ist 50-50. Kann gut gehen, kann aber auch, haben wir gesehen, MH 737, weil Profitgier, wie auch immer, sind viele, viele Dinge. Auf einmal ist irgendetwas, eine extreme Turbulenz, macht es bam und dann war es das. Wollen wir nicht drüber nachdenken, weiß ich, aber ihr müsst jetzt aufpassen. Habt ihr euer Testament gemacht? Wenn ihr es nicht gemacht habt, bevor ihr eine Maschine besteigt, dann kann ich nur sagen, es ist leichtsinnig, dann ist es fahrlässig, wenn ihr Familie habt. Denn die Familie hat nicht immer Zugriff auf alle Dinge. Das muss alles geklärt und geregelt sein. Und wenn ihr alles vorab geregelt habt, nämlich an die wirklichen Top-10-Horn-Regeln achtet, das, was der Horn auch gemacht hat, dann würde ich sagen, geht man schon, wie auch der Horn, mit einem etwas besseren Gefühl an Bord. Also, Regel Nummer 1 ist Testament. Regel Nummer 2 sind alle wichtigen Reisedokumente. Reisepass, Personalausweis, Blutgruppe, Visas etc. Also all diese Dinge, die man also als Dokument hat,
die sollte man einscannen und die sollte für den irgendeinen der, wie soll man das sagen, für den, für, also für die Verwandten, für irgendeinen Verwandten oder einen Bekannten die Möglichkeit haben, einen Zugriff zu haben, dass der im Fall des Absturzes, im Fall des, wir wollen auch dieses Wort gar nicht mehr benutzen, nur einmal und das war's, im Fall des Falles sollte was passieren, dass derjenige oder dass die Eltern oder dass, ich weiß nicht, der Freund oder eben jemand, der ihn jetzt nicht verheiratet ist, ist es umso wichtiger, dass man diese Papiere hat. Zum Beispiel auch Reisetickets, dass man also auch genau weiß, wo ist der geflogen, wann ist der geflogen. Also alle wichtigen Dokumente einscannen ist die absolute Regel Nummer 2. Die Regel Nummer 3 ist, eine Verfügung zu machen für die Verwandtschaft, für Freunde, für Partner, wenn eben diese Situation passiert, dass diejenigen die Möglichkeit haben, sich sofort zu informieren. Denn meistens heißt es dann, ich sage mal nur bei so ein paar Beispielen, wenn man bei der Bank irgendwas regeln will, dann heißt es, ja, da sind wir im Moment noch in der Bearbeitung. Haben Sie denn überhaupt eine Verfügung darüber? Also wenn man jetzt ein Freund ist und derjenige ist alleine und da gibt es keine Eltern mehr. Oder es ist eben, ich sage mal, eine Lebensgemeinschaft, wo es nicht geregelt wurde vorab. Also das heißt, das Testament hat nicht alles drin, braucht man eine Verfügung. Diese Verfügung ist extrem wichtig. Das gilt genauso für die Social-Media-Bereiche, für die Facebook-Kanäle, für all diese ganzen Dinge, Instagram und YouTube. Dafür bedarf es einer Verfügung, damit sozusagen derjenige eine Vollmacht hat, die auch wichtig ist, also eine richtige Vollmacht, Verfügung, damit die Person im Falle eines Falles aus irgendwelchen Gründen den Zugriff bekommt und dass diese Person mit Personalausweisnummer eingeschrieben, dass die sozusagen jetzt die Informationen bekommen darf, weil sonst heißt es nämlich, es tut uns leid, Sie haben leider keine Vollmacht und da können wir Ihnen keine weiteren Auskünfte geben, nur den engsten Verwandten. Und selbst da ist es besser, man hat nochmal eine Vollmacht gehabt. Also Nummer 3, Vollmacht und Verfügung. Für alle Tierliebhaber kommt Punkt Nummer 4. Und zwar für Tierliebhaber sage ich warum, weil vielleicht hat man zu Hause, und ich kenne das zum Beispiel bei vielen Stewardessen oder bei Stewards, ist es so, also beim fliegenden Personal, die haben oft eine Katze zu Hause. Und wenn die da mal so 3 Tage weg sind, dann kriegen die ihr Katzenklo dahingestellt, dann kriegen die für 3 Tagen Fressen und das reicht. Und wenn die dann zurückkommen, ist alles in Ordnung. Heißt also, es macht Sinn, dass diese Tiere versorgt sind. Das heißt also, man übergibt eine Vollmacht, da kommen wir wieder zum zweiten Thema, auch eine Vollmacht für dieses Tier, was man besitzt, damit es eben weiter versorgt werden kann oder ob es ins Tierheim dann gebracht werden soll. Also und, auf jeden Fall das Wichtige für alle Tierfreunde ist, dass man eine Vollmacht und eine Versorgung geklärt hat im Falle des Falles, Punkt 4, für die Tiere. Wir kommen zu Nummer 5, was ja, ich glaube, für Angehörige das Schlimmste ist. Nicht genau zu wissen, ist das eigentlich der Flieger oder ist das eigentlich das Kreuzfahrtschiff? Deswegen nochmal, wir haben das schon bei Punkt 1 gehabt, das waren die Reisedokumente. Wichtig ist aber nochmal das Flugticket, die Buchungsnummer, die Flugnummer. Also all diese Dinge nochmal einzeln im Detail aufzuschreiben auf ein Blatt Papier oder eben, ich sag mal, insgesamt in eine gesamte PDF zu packen, einzuscannen, eine PDF davon herzustellen und die dann den Verwandten, Bekannten, Freunden zu geben oder auf eine Cloud zu setzen und sodass also man als Angehöriger von irgendeiner Person, wenn ich also eine Meldung kriege, ich sitze bei der Tagesschau, ja, und kriege die Meldung, der Flieger MH123 ist abgestürzt. Abgestürzt, ich wollte ja abstürzen nicht sagen. Also weg damit. Der Flieger MH13 gab es Probleme. Dann sitzt man, sagt er, oha, die ist ja da zum Beispiel nach Singapur geflogen. Jetzt gucke ich da rein, weiß aber gar nicht, ist das denn überhaupt die Nummer? Jetzt kann ich sicherheitshalber hingehen, ich gucke mir die Papiere an, ich sage dem, mache die PDF auf und sage, oh Gottes, ach nee, ist er ja gar nicht. Ach, wie schön, ist also ein ganz anderer Flug. Haben also die Glück gehabt und die anderen Pech. Aber man weiß wenigstens und braucht sich keine extra Sorgen machen, ob es auch der Flieger ist. Deswegen ganz klar die Nummer 5. Aufschreibung, Buchungsnummer, Flugnummer, Reisedaten etc. Das ist die Nummer 5. Sehr wichtig. Nummer 6. Nummer 6 ist extrem wichtig. Ich sag warum. Weil da geht es um direkte Zugriffe. Zum Beispiel also, dass man eine kleine Wertsachenliste hat. Also was hat man alles mitgenommen? Zum Beispiel, dass man so und so viel Geld dabei hat. Dass man Schecks dabei hatte. Dass man Kreditkarten dabei hatte.
Kreditkarte mit Kreditkartennummer. Das kann man auf einen kleinen Zettel mit auf diese PDF packen. Dass man sozusagen auch da die Möglichkeit hat, einen direkten und vor allen Dingen ausführlichen Überblick zu haben, welche Handynummer hat derjenige? Also auch die Telefonnummer. Wie ist man erreichbar? Das wird ja zum Beispiel auch bei den Buchungssachen oft verlangt. Das ist eine extrem wichtige Geschichte. Macht das ruhig, gebt diese Nummer an. Ich meine, wir geben so viele Daten frei. Dieses sind wichtige Daten. Das solltet ihr auch bei der Buchung angeben. Immer einen Ansprechpartner, den Airlines mitteilen, damit die im Falle eines Falles auch dort anrufen können. Das heißt also, euren Angehörigen eine Telefonnummer dalassen, wie ihr erreichbar seid, eine E-Mail-Adresse dalassen, wie ihr erreichbar seid und natürlich ganz wichtig eben die Wertsachenliste, damit die Angehörigen auch wissen, was ist da sozusagen alles drauf. Ich ging gerade vorbei hier, deswegen muss ich kurz Hallo sagen. Das war so süß, weil sie wieder gefunken haben. Sodass man all diese Dinge als eine Übersicht hat, die auch mit in dieser PDF drin ist. Also nochmal ganz wichtig. Telefonnummern und die dazugehörigen, ganz wichtig auch, also wenn man zum Beispiel Handy hatte und Smartphone hatte, vielleicht noch ein Laptop dabei hatte, das hat ja oft auch was mit Passwörtern zu tun, also auch die Passwörter dazu schreiben. Ihr müsst dann einfach gucken, wem vertraut ihr und wem würdet ihr das geben. Ihr könnt ja danach, wenn ihr zurück seid und alles gut gegangen ist, könnt ihr die Passwörter ja alle wieder ändern und dann ist das wieder erledigt und wenn ihr wieder wegfliegt, macht ihr das wieder. Also es ist ein echter Tipp und das ist die Nummer 6. Wir müssen bei den Fakten bleiben, wir kommen zu 7. Also, wir gehen mal vom schlimmsten Fall aus. Jetzt finden die noch Reste, Körperreste. Jetzt muss verfügt sein, was mit diesen Körperresten passiert. Wo sollen die beerdigt werden? Sollen die in dem Land beerdigt werden oder in der See bleiben? Was soll mit den Körperresten passieren? Ihr müsst verfügen, was mit diesen Resten von euch passieren soll. Und dadurch natürlich auch eine Vollmacht geben dafür, wie die Beerdigung aussehen soll. Also das heißt, ganz klar formulieren, ihr möchtet gerne so und so beerdigt werden, wenn Reste von euch gefunden werden oder der ganze Körper noch gefunden wird, dass dann aufgeschrieben ist, wie eure Beerdigung stattzufinden hat, in welchem Land stattzufinden ist. Nehmt euch da ein bisschen Zeit, es geht um euren letzten Willen, der sozusagen außerhalb eures Willens geschehen soll. Und da braucht ihr, wie gesagt, ja echt eine Person, die das macht. Oder das kann natürlich auch ein Anwalt und ein Notar sein. Also auch denen kann man sowas anvertrauen. Das ist dann die Nummer 7. Can you make her just like me? Wir kommen zu 8. Und da geht es darum, natürlich auch Rechte durchzuboxen. Ich habe es gerade gesagt, Anwälte. Das heißt, es macht Sinn, einen guten Anwalt auf jeden Fall zu haben. Sucht euch jetzt, wo ihr Zeit habt, wo ihr noch nicht weggefahren seid, noch ein bisschen Zeitspanne ist, einen Anwalt, wo ihr sagt, Mensch, und dann manchmal ist es ja so, dass man also eine Stunde zum Beispiel gratis bekommt als Information. Das machen manche Anwälte. Und da geht es ja nur darum, dass ihr einen Anwalt habt, der eure Rechte im Falle des Falles dann durchsetzt. Nämlich, wenn man diese Vollmacht hat und all diese Dinge, kann es immer sein, dass Behörden oder auch irgendwelche Airlines blocken. Denn ich meine, die haben kein Interesse, die Wahrheit zu sagen. Sorry, das ist so. Ich sehe immer, dass die blockieren, dass die zurückhaltend sind und dass sie nichts Genaues bekannt geben wollen. Weil, wenn Dinge natürlich frühzeitig rauskommen, das konnte man bei dem Max wieder sehen, da kam ja erst ganz spät die Information raus, da geht es um Haftungen und das wollen die alle ausschließen. Deswegen sagen die nichts. Es ist wichtig, hier vorab einen Anwalt zu haben, der dann im Fall eines Falles, wo ihr anrufen könnt am nächsten Tag und sagen könnt, leider ist das und das passiert, ich möchte Sie bitten, hier ist die Vollmacht, dass Sie sich jetzt darum kümmern und dann kümmert sich der Anwalt drum und ich meine, das sollte der andere wert sein. Anwalt ist Nummer 8. Ja, der Horn ist nah am Wasser gebaut. Wenn ich jetzt über das nächste Thema, nämlich die Nummer 9 spreche, dann ist das schon sehr berührend. Das ist berührend. Aber es ist wichtig. Man muss sich leider jedes Mal so verabschieden, als ob es das letzte Mal war. Das ist so. Immer wenn man in einen Flieger steht, sollte man sich von seinen Liebsten, ob das Tiere sind oder die Mama, der Papa, die Frau, der Mann, der Freund, die Freundin, die Oma, die Opa, wie auch immer. Man sollte sich nie aus dem Streit verlassen, nie. Wenn man eine Reise tut, also das heißt nicht, wenn man jetzt in ein Auto steigt, da kann natürlich auch alles Mögliche passieren, aber grundsätzlich im Flieger ist die Chance
Ich weiß, die rechnen das alles schön, aber ist eine andere Situation. Wir haben es erlebt jetzt aktuell und dadurch ist das so. Deswegen verabschiedet euch immer im Guten. Sagt ihnen immer, macht's gut und wir sehen uns wieder. Und nie im Bösen auseinandergehen. Das ist die Norm. Ja, das ist emotional. Da muss ich erstmal jetzt ein bisschen erstmal weg. Das berührt mich. Das nimmt mich mit, sowas. Ich bin einfach da, immer wenn es um was Menschliches geht oder so Ungerechtigkeiten geht, oh, da bin ich. Das tut mir in der Seele weh, dass das dann so ist, ja. Ich habe gerade auch dazu einen Film gesehen, ich kann das nur empfehlen. Ein Film, und zwar Vice, V-I-C-E, also Vice President. Den Film müsst ihr euch angucken. Das ist, hat Brad Pitt produziert. Das hat mich völlig überrascht. Aber der ist ja auch älter geworden und dann hat er seine Denkweise verändert. Also im Alter verändert man seine Denkweise. Es werden alle, die noch jung sind, nicht erfahren und werden nicht wissen, wovon wir sprechen. Wenn man älter wird, ab 40 aufwärts, dann verändert man seine Denkweise. Dann sieht man Dinge anders und nicht mehr so leichtsinnig, wie man das eben mit 20 gemacht hat. Und deswegen diesen Film Vice, V-I-C-E. Vice President. Wahnsinn. Guckt ihn euch an und lasst mich mal wissen, wenn ihr ihn euch angeguckt habt, schreibt mir das mal hier unten rein, ob ihr das genauso empfunden habt wie ich. Es hat mir die Luft abgezogen. Seit langem mal wieder ein extrem, extrem guter Film. Puh, jetzt muss ich erstmal auch wieder... Bin wieder da. Kommen wir zur Nummer 10. Nummer 10 ist, wir gehen fest davon aus, wir haben überlebt. Denkt auch keiner dran? Patientenverfügung. Grundsätzlich gilt, eine Vollmacht und eine Patientenverfügung sollten jedes Elternteil für seine Kinder haben. Wichtig, die machen sonst andere Dinge. Man hat zwar Verfügung, aber das ist dann nochmal geregelt, wie es eben gemacht werden soll. Und deswegen empfehle ich jedem, der unterwegs ist mit einem Flugzeug, einem Raumschiff, und ihr zurückkommt, aber vielleicht nicht mehr so, dass ihr entscheiden könnt. Nur noch die Organe funktionieren, Lebenserhaltungsmaßnahmen, sollen die beibehalten werden oder wollt ihr, dass das abgeschaltet wird? Ihr braucht bei 10 eine Patientenverfügung, die muss klar geregelt sein. Da gibt es Beispiele, wie man das macht. Verbraucherzentralen etc. haben da absolute Muster. Das könnt ihr euch dementsprechend runterladen. Füllt das bitte aus. Lasst das von 3 Personen, am besten reichen 2, aber lasst euch von 3 unterschreiben, die als Zeuge auftreten, damit ihr das unterschrieben habt, das auch euer Wille ist. Und erneuert das immer alle 2 Jahre. Das heißt also in dem Sinne, macht alle 2 Jahre, legt euch das auf wieder Vorlagen und macht eine neue Patientenverfügung. All diese 10 Punkte sind für jeden Reisenden da darf man gar nicht drauf verzichten. Das müsst ihr einfach haben. Und wenn ihr durch mich heute den Anstoß bekommt, weil ihr darüber noch nie nachgedacht habt. Oder vielleicht gedacht habt, oh, was soll da passieren? Eure Angehörigen, ihr tut es nicht nur für euch. Ihr tut es hauptsächlich für eure Freunde, Verwandte, Verwandtschaft, Mama, Papa etc. Für die tut ihr das. Und für eure Tiere, wenn ihr Tiere habt. Damit diese Dinge geklärt sind, wenn es mal schief gehen sollte. Das wird es natürlich nicht. Denn natürlich ist es nicht falsch, wenn die Airlines mitteilen und wenn Statistiken sagen, Fliegen ist sicher. Natürlich ist es relativ sicher. Ich fliege ja auch gerne. Aber es gab schon Momente, wo ich gedacht habe, oha. Und dann in dem Moment zu wissen, es ist an alles gedacht. Es kann nichts schief gehen. Wenn was wäre, ist alles geregelt. Ich meine, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Und wenn ich jetzt damit vielleicht auch denen, die vielleicht Flugangst haben und sagen, um Gottes Willen, jetzt hat er uns auch noch sowas gesagt, dann kann ich euch nur sagen, es gibt fantastische Menschen, zum Beispiel viele Piloten auch, die Kurse geben, die euch erklären, dass man keine Angst haben muss zu fliegen. Man muss keine Angst haben, man muss nur real die Realität nicht ausblenden. Denn leider ist es so, es kann auch schief gehen. Dass das nicht sein muss, davon gehen wir erstmal aus. Sichert euch für die Verwandtschaft ab, macht denen das Leben leichter, wenn es passieren würde und dann ist es auf jeden Fall für alle eine positive Geschichte. Und der Hon ist positiv und deswegen wünsche ich uns allen wundervolle Flüge, wundervolle Reisen auf den Traumschiffen, auf den Kreuzfahrten
Wer Flugangst hat, sollte sich, wie gesagt, in gute Hände begeben. Es gibt wundervolle wie heißen die noch, Möglichkeiten, sich diese Podcast-Dinge anzuhören. Bei YouTube gibt es gegen Flugangst-Dinge. Also man ist da schon gut aufgestellt. Und ansonsten gibt es auch Kurse, die man besuchen kann. Ich glaube sogar, dass irgendwelche Schulen irgendwie sowas anbieten. Es ist bestimmt für alles irgendwas da. Danke, die sich dafür einsetzen, die diesen Service leisten. Und für uns alle, die am Reisen sind, viel Freude, viel Genuss. Und denkt immer dran, seid nett zu den Mitarbeitern, dann kommen die auch mit positiven Dingen an uns zurück. Genießt alles, wenn ihr unterwegs seid. Habt Zeit beim Reisen. Macht die Termine nicht so eng. Und genießt das Leben und take off. Yes, say yes, say yes to the world.